Gesunde Blutgefäße garantieren steten Blutfluss und Sauerstoffnachschub für Organe und Gewebe. Bestimmte Risikofaktoren können das aber beeinträchtigen. Risikogruppen wären zum Beispiel Personen mit hohem Blutdruck, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, auch die Zuckerkrankheit genannt, Fettstoffwechselstörungen, Raucher und Patienten mit Übergewicht. Nicht nur diese Personen können selbst viel dafür tun, um ihre Gefäße gesund zu halten. Zum Beispiel sollte man darauf achten, was auf den Tisch kommt. Die Ernährung sollte prinzipiell abwechslungsreich sein. Man sollte viel Gemüse und frischen Salat essen. Man sollte viele kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen. Kurz vor dem Schlafengehen keine größere Mahlzeit essen. Man sollte wenig Fleisch und lieber Fisch essen und viel trinken. Man sagt so über den Daumen gepeilt ca. 2 Liter. Besonders schlimm wirkt sich Tabakrauch auf die Arterienwände aus. Ich würde jedem Raucher empfehlen, sofort damit aufzuhören, weil das Rauchen, das Nikotin und die Giftstoffe, die sich in der Zigarette befinden, nicht nur schädigend auf die Innenschicht des Gefäßes wirken, sondern man weiß aus verschiedenen Untersuchungen, dass sowohl bösartige Tumoren entstehen können. Wichtig ist auch die richtige Blutdruckeinstellung sowie der Blutzuckerwert. Auch Bewegung tut gut, vor allem ausdauernde Alltagsaktivitäten punkten. Sie beeinflussen die Blutfettwerte positiv, senken langfristig den Blutdruck und verbessern den Blutfluss. Gehen Sie an die Natur, machen Sie Spaziergänge, nehmen Sie das Treppenhaus, nicht den Aufzug, fahren Sie mit dem Fahrrad in die Arbeit. Experten empfehlen täglich mindestens 30 Minuten aktiv zu sein. Das gilt besonders auch am Arbeitsplatz. Wer viel am Schreibtisch sitzt, sollte in den Pausen aufstehen. Stellen Sie sich auf die Fußspitzen. Das ist gut für die Wadenmuskulatur und für die Venen, für das venöse System. Das Ganze kann man durchaus auch morgens beim Zähneputzen machen oder an der roten Ampel. Krankenkassen und Arbeitgeber bieten zudem oft spezielle Sportgruppen an, die für jedes Alter und jeden Fitnessstand geeignet sind.